Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2. Dieses Mal geht's in die Arena des Olymp. Und ja, mal sehen, was sich da jetzt verändert hat. Bislang war es ja immer so nach der Hollow Bastion großen Story-Akt-Kram da. Kam jetzt ja in jeder Welt etwas mit der Organisation vor. Bin ich immer gespannt, was die Organisation jetzt hier zu suchen hat. Den Mix, der hier sein Unwerk geschaffen hat. Unwerk ist ein tolles Wort. Den haben wir eigentlich vernichtet. Hey. Perk, you feeling any better? Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. And Phil thinks it's all in his head. Gorshirk, we know you're a hero. That's right. Blunder Boy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses. And have I got a massive idea? The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the Ultimate Games to celebrate the reopening of the Ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise... you'll never see your girlfriend again. Low life. You're too kind, kid. Ich kümmere mich um die Anmeldung für den Hades Cup. Also kommt da einer für zu mir, bei Schwefel seid ihr falsch. Ja, ist ein großartiger Zeitvertreib. Bei Schwefel kann man sich, glaube ich, für die normalen Cups antreten. Der Hades Cup ist nicht mehr storyrelevant, muss damit angetreten werden. Das ist eine interessante Sache. Okay, hier sind wahrscheinlich Tabellen. Wer wird siegreich sein und als größter Held unserer Zeit aus dem Hades Cup hervorgehen? Das ist eine gute Frage. Und zu dieser werden wir uns einfach mal stellen. Auch wenn wir wieder bei total aller Level sind. Ich werde nach diesem Part auf jeden Fall mal aufs Leveln müssen. Aber sage ich schon seit Ewigkeiten. Aber diesmal werde ich es wirklich tun. Hier meldet man sich zur Teilnahme am Hades Cup an. Wenn ihr Schmerz ertragen könnt, dann seid ihr jederzeit willkommen. Wir machen einfach mal mit, auch wenn ich nicht glaube, dass wir große Chancen haben werden. Versuchen's. Wer ist unser erster Gegner? Mal sehen, sie nennen sich Wirbelwind. Seht mal, Aurora nimmt auch an dem Turnier teil. Oh, vielleicht müssen wir im Finale gegen ihn antreten. Ich schätze, er ist ein echter Held, was? Nun, ich glaube eigentlich nicht, dass er einer von den Bösen ist. Jedenfalls bist du der einzige Held, weil du bereit, Herkules. Was meinst du? Du weißt, das weißt du. Das war vielleicht dann mal, aber jetzt taug ich nicht mehr zu Pferd. Schluss damit! Wir sind die wahren Helden, so. Sag ich's einfach mal raus. Wir sind die einzigen, die hier bislang alles gerettet haben, Mann. Im ersten Teil, hier schon wieder, in den ganzen Zwischenteilen. Also, was soll's? So. Weil ich diese Erfahrung habe, ne? Ja, scheint so. Der Hades Cup ist eine Erfahrung von den anderen Kämpfen hier nicht, in dem Turnier, die uns lang teilgenommen haben. Back off! So. Take this! Okay, hier gibt's mal keine Herausforderung. Die hätten wir schon mal. Wie beurteilst du den Kampf, Herc? Ich bin einfach nicht der, der ich mal war. Tut mir leid, Jungs, euch so rumzuziehen. Jetzt hilft du nicht das Handtuch, Herc. Wir brauchen dich im Halbfinale. Halbfinale schon? Okay, geht wohl relativ easy. Das war schon das Viertelfinale. Dann bin ich ja mal gespannt, wer im Halbfinale wartet. Na, wir sind dabei. Endlich sind wir im Halbfinale. Oh, unsere Gegner sind die Vorboten des Bösen. Müssen wir uns vor denen fürchten? Könnte durchaus sein, aber wir dürfen uns jetzt keine Schwäche leisten. Die Vorboten des Bösen. Yeah. Back off. Over here.
ist halt diese Illusionskraft hier spawnen. Und hier, wie du diese Sache, dass du die alle anziehst. Damit hätten wir die nämlich. Also der Hades Cup ist jetzt bislang alles andere als schwierig, wenn wir jetzt schon im Finale sind. Nach 5 Minuten. Wir haben es ins Finale geschafft. Wenn wir gewinnen, sind wir alle Helden. Oh, deswegen bist du so guter Laune. Wir können ja nicht für immer Jüngerhelden bleiben. Ich hoffe, ich versaue es euch nicht. Das sind nicht die depressiven Sprüche. Sieh mal da drüben. Er ist unser letzter Gegner, oder? Auron! Und ihr seid... Hä? Auron? Ich muss euch besiegen. Und für meine Vergeben... für mein Vergehen Abbitte leisten. Hey! Das wird bestimmt doch was nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, jetzt einfach ins Finale und dann schon fertig. Irgendwas scheint mit Auron nicht zu stimmen. Das Turnier kann doch auch nicht weitergehen, solange der nicht da ist. Folgen wir mal. Okay, let's review. State your crime, prisoner. I exist. That is my crime. It is inexcusable. Ooh, good. Very good. What's wrong with Auron? He's never acted that way before. Shh. Okay, so you made one lousy mistake. You exist. But hey, I'm a forgiving guy. You keep your end of our little deal, and I'm willing to overlook a transgression or two. I understand. Defeat Hercules. And his meddling friends. What? No. Only Hercules. Oh, don't tell me you've forgotten who's in charge. Oh. Hercules and the other three. Are we clear? We're clear, Hades. Lord Hades? Lord Hades. Good. Now go. So that's how he's controlling Auron. Was für ein niederträchtiger Kerl. Das fasst er wahrscheinlich noch als Kompliment auf. Ich kann nicht mit ansehen, wie es so von Hades benutzt wird. Wir müssen Auron helfen. Sprechen kann ich heute auch nicht mehr, aber es ist vollkommen egal. Hades muss trotzdem aufgehalten werden. Kommt ihm nach. Hades oder Auron? Mal eher Hades. Mit Auron können wir momentan wohl nicht ganz so viel anfangen. Oder doch Auron? Halt doch Auron. Hi Auron. What's wrong, Sora? Oh, Auron's in trouble. It's like Hades brainwashed him. He's using some kind of a statue. You know something? That sounds kind of familiar. Hades may be using the statue to hold Auron's free will hostage. What do we do? See if you can find that statue. It's gotta be somewhere in the underworld. Right. I'm on it. Tell me you're not thinking of leaving. You've got a match coming up. I'll fight Auron in the final. One on one. Oh, you will? I'll draw things out to buy you time. But... Just hurry back.
I know you can do Congratulations. You've got a deal. Thanks. On one condition. The Keyblader here and his trusty friends have to meet the winner in one final clash. What do you say? That'll drive the crowd wild. It better. I promised the crowd the event of their afterlives. Yeah, sucker. You know, for me, the rest is smooth sailing. Wir müssen also getrennt kämpfen. Bedeutet, wenn Auron erst Herkules besiegen sollte und wir es in der Zeit nicht schaffen, den Fluch zu brechen, wird er nach uns herausfordern. Der wird sich wohl nicht zurückhalten. Gut, wir gehen einfach mal dahin, wo wir Hades jetzt mal gesehen haben. Und das war ja hier. Ich glaube, wir müssen zurück zu seinem Hauptquartier, wo wir ihn noch nicht gesehen haben. Und dort, wo wir Auron das erste Mal getroffen haben. Wahrscheinlich die beste Lösung sein. Das ging doch soweit. Dann mal zurück zu Hades Unterschlupf. Das Geldbot nehmen wir jetzt mal nicht, weil das ist ja der herzlose Herausforderung, die auf dem Weg stehen. Ich würde nur helfen, wenn wir die einfach mal springen wollen würden, aber wir sind ja eher an der Level. Das heißt, diese Abwehrkraft können wir zum Beispiel nicht gebrauchen. Back off! Weg mit dir. So. Da sind ja noch eine Menge Leute. Back off! Ciao. This is it. Ciao. Ciao. Viele wollen sich jetzt noch in den Weg stellen und merken, dass sie zu stark sind für euch. Take this. Yeah. Oh, ist das ein Geheimnis? Hier aus, mein Freund. This is it. Kann sich auch einfach verprügeln lassen, wenn man das so möchte. Hab man schon dahinter sich. Das ist schade. Ciao. Ah, das ist ja keine Herausforderung, Leute. Da müsst ihr eigentlich empfohlen, dass Level 39 ist. Wenn ihr bis eben noch Level 36 waren. Das ist ja eigentlich echt klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Endboss-Kampf weiterhin so einfach bleibt. Denn auch die Arena-Kämpfe bislang, das vierte Finale, das Halbfinale, waren alles andere als Herausforderungen. Heilt hier keinen Mörder, wo ich zu versterben habe. Das ist eine neue Geschichte. Jetzt sind wir wieder bei Section. Ich überlege gerade, wenn wir schon mal hier sind, ob wir einen weiteren Versuch starten sollten. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir auch. Speichern nochmal. Und versuchen ein weiteres Mal. Das ist ja richtig so. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass wir diesmal der finalen Attacke da ausweichen können, wir haben mittlerweile genug Abwehrkraft, um diese finale Attacke, mit der uns beim letzten Mal gewonnen hat, dann irgendwie standzuhalten. Könnte ja sein. Und dann sollte er auch kein Problem mehr sein, wenn wir es bis dahin schaffen. Also bis dahin zu kommen, sollte eigentlich kein Problem sein. Das haben wir auch mit ein paar Level weniger beim letzten Mal relativ gut geschafft. Problem war halt nach wie vor diese komische One-Hit- unausweichliche Drecksattacke, die er macht. Aber er sollte trotzdem der Schwächste von den Organisations-Revenches sein. Also Sektion, wir sind hier, um dich zu vernichten. Nochmal damit befreien.
Dann auf dich. Hallo? Das läuft ja bislang super. Wir haben nur ein einziges Mal Damage gemacht. Warum schaffe ich es ja nicht, den Damage zu machen? Das hat vorher auch noch funktioniert. So, jetzt aber. Mein Gott, das hat sich doch nicht gezögert. Ich hätte ihn draufhauen sollen. Okay, jetzt müssen wir vielleicht mal ins Blut, sonst hätte es kurz lange gedauert. Alles angreifen. Was sich so bewegt. Verarschen? What? What? Was war denn jetzt los? Alter, ich bin in der Phase seit, was weiß ich, wie vielen Level nicht mehr gestorben. Im ersten Versuch, ja. Aber mit, keine Ahnung, Level 30 sind wir jetzt in dieser Phase nicht gestorben. Jetzt sind wir Level 36, 37 und sterben jetzt hier einfach mal. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben das richtige Buch angegriffen. Und aus irgendeinem Grund konnten wir diesmal nicht Dreieck freisetzen drücken. Und das konnten wir vorher immer. Oh. Wir werden niemals auch nur irgendein Rematch gegen diese verkackten Vollidioten schaffen, weil die immer irgendwelche One-Hit-Attacken rausholen. Jedes Mal. Egal, gegen wen wir kämpfen. Egal, ob Malusha, Laxius oder auch hier der Vexen. Jedes Mal haben die irgendeine One-Hit-Attacke rausgeholt. Laxin haben wir auch schon einmal probiert. Vexen ist hier der Einzige, der noch fehlt. Und egal, gegen wen wir bislang gekämpft haben, jeder hat eine One-Hit-Attacke rausgeholt und jeder hat uns dann einfach mal voll schnell rausgehauen. Kaputt gekloppt. Wir hatten bislang noch keinen, gegen keinen auf eine annäherungsweise Chance. Und obwohl die, keine Ahnung, selbst das erste Spiel zu viel verdient. Früher oder später eh das Pferd. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wir werden sein müssen. Und noch drauf uns wollen. Wir haben kein Damage gemacht. Nein, das ist nicht dran, bitte. Was ist das hier? Das verarschen? Ich hätte das richtige Buch angegriffen. Warum ist jetzt befreit? Willst du jetzt mal das richtige Buch angreifen, Zauber? Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los, ey? Wir haben vor 10 Leveln haben wir den besiegt. Soweit, zumindest in dieser Phase. Nein, ich will nicht laden. Ach, leck mich doch. Was ist denn los? Warum schaffen wir das denn nicht mehr? Ich habe doch das richtige Buch angegriffen. Beim letzten Mal musste ich einen Hit drauf machen und dann war die Phase vorbei. Und jetzt habe ich da 28 Mal draufgehauen. Und die Phase will einfach nicht enden. Und dann macht er wieder eine Attacke, die uns einfach mal mit einem Hit 3/4 unseres Lebens abzieht. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Wie gesagt, beim letzten Mal, die letzten 4-5 Versuche gegen den Typen, haben wir diese Phase locker geschafft. Kein Problem, jetzt sind wir 10, ja 10 Level ist übertrieben, aber 5 Level höher. Haben viel mehr Angriffs- und Verteidigungskraft und sterben jetzt einfach instant. Ich verstehe diesen Kampf nicht, sorry. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe im Gegensatz zu vorher. Now that is entertainment! Da wollte die scheiß Puppe da und dann werden wir halt niemals so einen scheiß Organisationsrückkampf machen. Warum auch? Warum sollte man coole Kämpfe schaffen? Ja, ich weiß, dass sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bietet. Natürlich ist es dann alles schwieriger, aber dieser Kampf ist, keine Ahnung, seit Level 10 verfügbar. Seit Level 10 sind dieser Kampf verfügbar. Jetzt sind wir fast Level 40 und schaffen ihn immer noch nicht. Das ist schon ein bisschen sehr übertrieben, muss ich sagen. Was? Der hatte doch noch 4 Sekunden über dem Kopf. Och, also jetzt will mich das Spiel ernsthaft verarschen. Jetzt sind das keine fairen Kämpfe mehr, jetzt will mich das Spiel einfach nur durchgehend verarschen. Der hat einen Countdown über dem Kopf. Wann der explodiert, das hat 4 Sekunden gewonnen, sonst explodiert der einfach. Das ist nicht deren Ernst. Explodiert noch 4 Sekunden, bevor er sich anzeigt.
Kammer des Hades. Hier sollte die Puppe doch irgendwo sein. Da ist sie auch. Got it! What's going on? It is not too late. Let us turn back. Where is the sense in all this? There must be another way. Your deaths will mean nothing. You must live. I get it. This is what belongs in Orin's heart. Gore, she must have had a pretty rough life.